Für den Sport geben sie alles. Drei junge Menschen mit einem Ziel. Das tun, was sie lieben. Dafür gehen sie an ihre Grenzen. Reich und berühmt werden sie mit ihren Sportarten wohl nicht. Aber vielleicht reicht es mal für den einen großen Traum. Das ist der Traum von jedem Sportler, mal an Olympia teilzunehmen. Morgens im Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf. Hier trainiert der Nachwuchs. Junge Sportler, die alles auf die Karte Leistungssport setzen. Einer von ihnen ist der 17 Jahre alte Sven. Wenn man hier aufs Internat kommt, das erste Ziel ist natürlich, warum man aufs Internat kommt, dass man eben Schule und den Leistungssport zusammen bestmöglich hinbekommt. Und ich glaube, das ist auch nur hier möglich. Der Sport bestimmt Svens Tagesablauf. Er geht auf das Lessing-Gymnasium in Düsseldorf und er wird da sein Abi machen. So wie 11 weitere Tischtennistalente auch. Der Stundenplan ist auf die Sportler angepasst und das ermöglicht das frühe Training an 3 Vormittagen pro Woche. Svens Familie wohnt in Süddeutschland, er nun im Tischtennisinternat. Und hier spielt sich auch der Großteil seines Lebens ab. Hier ist einfach unser Aufenthaltsraum, wo wir ab und zu FIFA spielen auf der Playstation. Und ja, wo wir auch zusammen essen können, wo wir einfach auch chillen können zusammen. Weiter geht's in den Kraftraum. Im Tischtenniszentrum hat der 17-Jährige alles, was er braucht, um richtig gut zu werden. Gut ausgestattete Hallen, Top-Trainer, Fitnessraum, Trainingsplan. Sein Leben ist auf den Sport ausgerichtet. Das ist aber nicht immer leicht. Ich war jetzt zum Beispiel 3-4 Wochen nicht mehr daheim. Klar vermisst man dann seine Eltern, ein paar Freunde. Aber wirklich bereuen oder so tut man nichts. Also es gibt ja auch Ferien, in denen man dann mal eine Woche frei hat oder so und alles nachholen kann, was man verpasst hat. Das alles macht er für ein Ziel. Er will mit Tischtennis mal sein Geld verdienen. Das ist allerdings wirklich schwierig. Rund 50 Arbeitsplätze bietet die Tischtennis-Bundesliga. Reich wird er mit seiner Sportart wohl nicht werden, selbst wenn er richtig gut ist. Das ist ihm bewusst. Auch Anerkennung und eine breite Aufmerksamkeit, wie etwa beim Fußball, bekommt seine Sportart im Regelfall ja nur alle 4 Jahre während der Olympischen Spiele, wenn die deutschen Spieler eine Medaille holen konnten. Und ob er das überhaupt mal schafft, da ist der Nachwuchsspieler ganz realistisch. Klar ist es nicht ausgeschlossen. Aber sagen wir, es ist ein harter Weg, ein langer Weg. In Leverkusen ist schon abends, als Jenny mit ihrem Training beim TSV Bayer Leverkusen startet. Wir wärmen uns erst auf, indem wir uns 2-3 Runden draußen einlaufen. Dann dehnen wir uns, machen ein bisschen Stabi, Koordination. Und dann kommt drauf an, was es für ein Tag ist, ob eine Schnelligkeit, ein Krafttag, ein Ausdauertag ist, wird halt das. Das trainiert, was halt gerade auf dem Programm steht. Die 20-jährige Sprinterin gilt als Talent im Verein. Sie selbst ist bei ihren Zielen aber noch zurückhaltend. Ja, also die meisten Sportler sagen ja, Olympia ist natürlich auch ein großes Ziel von mir. Aber das Schönste wäre jetzt eigentlich noch dieses Jahr die EM in Berlin mitzuerleben. Weil das einfach im Land ist, die Stimmung gut ist. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber zumindest ist es ein großes Ziel von mir. Der Leistungssport läuft neben der Ausbildung zur Kauffrau bei Bayer. Das, was der Verein zahlt, reicht nämlich nicht zum Leben. Selbst für eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen würde Jenny von der Deutschen Sporthilfe eine Prämie von nur 20.000 Euro bekommen. Zum Vergleich, die deutschen Fußballmänner haben für ihren WM-Titel 2014 300.000 Euro Prämie bekommen. Und zwar jeder Spieler. Vom Sportleben, das geht auch in der Leichtathletik nicht so leicht, selbst wenn man zu den Besten gehört. Für Jenny bedeutet das, Sport und Ausbildung müssen unter einen Hut. Ich bin dann meistens so um 7:30, 8 auf der Arbeit, komme dann gegen 5 Uhr hier hin, ja, und dann fange ich an zu trainieren. Hab dann vielleicht noch hinten dran Physio oder vorher oder zwischendurch. Dann fahre ich nach Hause, dann esse ich was, mag ich echt dringend mit. Als Sprinterin rennt Jenny natürlich nicht einfach nur die ganze Zeit. Bei Bayer Leverkusen schaut der Trainer mit verschiedenen Methoden, welches Training für das Talent gerade wichtig ist. Mit an Bord ist da auch die Deutsche Sporthochschule in Köln. In welcher Verfassung sind die Muskeln, die Sehnen? Wie muss die Sportlerin trainieren? Was kann sie ihrem Körper gerade zumuten? Gerade vor einem Trainingslager ist sowas wichtig. Das alles sollen spezielle Diagnosemethoden ermitteln. Um bei Wettbewerben eine Chance zu haben, muss Jenny dafür oft bis an die Schmerzgrenze gehen. Ja, Sportler haben immer was, also zumindest ich. Und ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass ich das eigentlich so häufig bin, also
bekommen kann, damit meine kleinen Wehwehchen oder auch großen Wehwehchen behandelt werden können. Zerrungen, Muskelfaserrisse. Bei mir sind es jetzt oft Verhärtungen oder einfach Verspannungen. Vielleicht steht ja Ihr Name auch bald auf der Rekordtafel des Vereins. Zurück beim Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf. Nicht nur das Tischtennisinternat ist hier, hier trainiert auch die Borussia. Was nur wenige wissen, der wohl erfolgreichste Sportverein der Stadt. Natürlich überstrahlt der Fußball alles. Unser Fortuna hat mehr Zuschauer, hat mehr Medienaufmerksamkeit. Aber wir sind sicherlich die erfolgreichsten. Ja. Und das kommt alle 4 Jahre natürlich zum Vorschein, wenn wir dann bei Olympia agieren und viele Medaillengewinner mitbringen. Das war in den letzten, seit 88 fast immer so. Der Tischtennisverein ist in der Stadt gut vernetzt. Er hat starke Partner, die sich für die Sportart einsetzen. Und er hat auch eine gewisse Bekanntheit. Die Ausstattung ist gut, die Trainingsbedingungen auch. Ein Glücksfall, das ist bei vielen anderen Sportvereinen, auch außerhalb vom Tischtennis, nicht so. Oft fehlt es den Vereinen an Geld, an großen Sponsoren, an Aufmerksamkeit. Während Fußball immer präsent ist, stehen viele andere Sportarten oft ohne große Öffentlichkeit da. Deutschlandweit geht die Anzahl der Vereinsspieler im Tischtennis zurück. Das ist zumindest bei der Borussia nicht so. Zufrieden ist der Manager trotzdem nicht. Es gibt nicht das Jahrhunderttalent wie jetzt Timo Boll. Das sehen wir noch nicht am Horizont. Es gibt ein paar Jüngere, die sind 12, 13, 14. Davon könnten es einige schaffen. Das bedarf aber natürlich einer jahrelangen tagtäglichen Ausbildung. Eine, die es schaffen könnte, ist Leonie. Sie ist zwar erst 14, hat aber schon einige internationale Turniere auf dem Buckel. Ich spiele in der Jugendnationalmannschaft, also Schülerin, und spiele auch internationale Turniere und nationale und ja. Und die Schülerin hat genaue Vorstellungen davon, was sie sportlich erreichen will. Also ich möchte gerne mal zu Olympia und ja, halt so große Turniere mitspielen. Viele Voraussetzungen bringt Leonie mit. Für sie bedeutet das allerdings abends Training, Spiele am Wochenende, viele Reisen. Ein ganz anderes Leben als das der meisten 14-Jährigen. Meine Freunde finden das schon cool und die unterstützen mich auch sehr dabei, aber manchmal finden sie halt doof, dass ich nicht so oft da bin. Geld und Ruhm, das ist eben nicht alles. Und das merkt man bei den sogenannten Randsportarten auch. Leidenschaft spielt viel mehr eine Rolle. Am Ende können wir uns wünschen, natürlich würde jeder gerne wie im Fußball in der Öffentlichkeit stehen. Wir würden 2-0 in unserem Gehalt mehr verdienen. Das ist vielleicht ein Traum auch von vielen jungen Menschen und vielen Sportlern. Aber ich kann für unsere Struktur nur sagen, wir sind glücklich so, wie wir sind. Und wir sind leidenschaftlich und wollen noch was bewegen und weiterkommen. Und da spielt dann auch nicht nur die mediale Aufmerksamkeit und das Geld eine Rolle. Und ohne ihren Sport könnten die meisten Athleten sowieso nicht. Ja, ist halt manchmal blöd, nicht so oft zu Hause zu sein, aber es macht halt trotzdem noch Spaß. Wenn man jetzt nicht so gute Phasen hat im Sport und man so ein bisschen durchhängt, denkt man schon, warum machst du das? Wenn man das eigentlich anders gewohnt ist und das einem Spaß macht, dann gehört das einfach dazu. Und dann sitzt man auch dann eigentlich nur zu Hause rum und denkt dann, jetzt würdest du lieber zum Sport gehen. Was fehlt dir eigentlich? Klar gibt es die Tage, wo man weniger Lust hat und so weiter und sich fragt, wofür man das macht. Aber hauptsächlich macht es schon Spaß. Also ohne Spaß, ich glaube, ohne die Freude am Tischtennis wird das auch nicht funktionieren.